Dieses Video wird euch präsentiert vom größten Gewinnspiel aller Zeiten. In Zusammenarbeit mit Boostbox könnt ihr den besten Gaming-PC aus der Keystrore-Linie gewinnen, den Sir Keystrore mit einer RTX 4090, einem Intel i9. Alle Informationen dazu in der Videobeschreibung. Willkommen zurück zu einer weiteren extrem magischen Folge Hogwarts Legacy. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde. Gewinnspiel läuft. Einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. So, 8 und 12 ergibt 20. Das heißt also, da muss der Drache rein. Oh, jetzt war ich zu schnell. So, und da unten... Einhorn. Das Einhorn ist die 1 und das Vieh da drüben ist die 7. Das bedeutet, ich habe damit 8. Dann müsste ja nochmal ein Einhorn rein. Aber wo ist das? Wo ist das? Hier drüben. Können wir hier nochmal ein Einhorn reinmachen? Ja. Man kann auch Symbole doppelt nehmen. Gut zu wissen. So, was ist das hier für eine geheime Kammer des Schreckens? Gorgonenporträt. Ein Ölgemälde, das eine wunderschöne Gorgone und ihren Verehrer zeigt, der weise die Augen abwendet, während er sich beugt, um ihre Hand zu küssen. Es heißt, dass der Künstler dieses Werkes bei der Übergabe versehentlich auf sein Motiv starrte und jetzt für immer als Skulptur in einem Garten in Griechenland steht. Medusa. Wow. Cool. Das ist ja cool. Ja, nice. Boing. Finite. Okay, das ist echt verdammt cool. Man schaut sich das Bild an und versteinert. Das sind eben so diese ganzen Details, die ich an dem Spiel einfach so unglaublich liebe. So, wir machen eine weitere große Mission. Nicht mit dem Geisterprofessor, obwohl der extrem cool war. Ist das Poppy? Wenigstens sind wir aus dem Unterricht raus. Ja. Mit der habe ich ja auch noch wahrscheinlich eine Mission. Ja klar, natürlich. Wir wollten uns ja mit den Zentauren treffen. Aber hier drüben gibt es ja auch noch viel zu entdecken. Eine große Questlinie. Die eigentlich schon fast wieder Hauptstory ist. Ich meine, Sebastian, Poppy und... Oh, ich habe den Namen vergessen. Peeves! Nicht Peeves, aber... Ja, die Nettie. Nettie, da steht's ja auch. Hallo, Nettie. Wie schön, Sie zu sehen. Die haben wir schon lange nicht mehr gesehen, die Nettie. Du wolltest mit mir sprechen, Mutter? Ich hatte gehofft, allein mit dir zu sprechen, Natsai. In der Nachricht hast du erwähnt, dass ein ungewöhnliches Wesen im Wald nahe Hogsmeade dir Sorgen macht. Das hätte alles sein können. Du weißt, was es war, Natsai. Ich darf das Schloss verlassen. Ich bin auch immer vorsichtig, Mutter. Vorsichtig? Officer Singer ist anderer Meinung. Sie schickte mir eine Eule, dass du versuchst, irgendwelche Beweise gegen schwarze Magier zu sammeln. Sie hat mich getadelt, weil ich nicht besser auf dich Acht gebe. Und sie hat recht. Ich will, dass du Hogsmeade bis auf Weiteres fernbleibst. Aber Mutter! Meine kleine Gazelle, du hast gute Absichten, aber du darfst dich nicht mit gefährlichen Leuten anlegen. Wenn jemand sich in Matabeleland eingemischt hätte, wäre Vater noch bei uns. Ich muss zum Unterricht. Vielleicht kann dein Freund dich ja zur Vernunft bringen. Das ist so frustrierend. Sie hört mir einfach nie zu. Sie hat dich kleine Gazelle genannt. Ist das ein Kosename in eurer Heimat? Der gilt nur für mich. Ich bin das ungewöhnliche Wesen in Hogsmeade, von dem sie sprach. Selbstverwandlung wird in Hogwarts nicht gelehrt. Deshalb schrecke ich etwas davor zurück, sie zu praktizieren. Aber ich bin eine Animaga. Und in meiner Gazellengestalt konnte ich bisher immer frei das Hochland durchwandern. Sehr zum Ärger meiner Mutter.
So konnte ich Rookwood und Harlow ausspionieren. Wurdest du als Animagus geboren oder hast du es erlernt? Animagi werden nicht geboren. Der Prozess ist kompliziert. Man muss ein Alraunenblatt einen Monat lang im Mund herumtragen. Dann legt man das Blatt in eine Kristallfiole, um es dem Mondlicht auszusetzen. Danach fügt man eines seiner Haare bei. Und das ist erst der Anfang. Selbstverwandlung ist in Ouagadou unter Schülern alltäglich. Aber Professor Weasley findet sie zu gefährlich, um sie in Hogwarts zu lehren. Boah, das will ich aber auch können. Und dann werde ich zu einem schwarzen Panther. Kannst du auswählen, welche Gestalt ein Animagus annimmt? Nein, die Animagus-Gestalt eines Menschen hängt von seiner Persönlichkeit ab. Meine Mutter meint, dass ich mich in eine Gazelle verwandle, weil ich so anpassungsfähig bin. Ich glaube, es liegt daran, dass ich Gefahr wittern und die Nerven behalten kann. Wie fühlt es sich an, sich in ein Tier zu verwandeln? Naja, am Anfang war es ziemlich anstrengend. Ich verspürte stechende Schmerzen und das starke Pochen zweier Herzen. Aber von Mal zu Mal wird es leichter. Ich verspüre keine Schmerzen mehr und finde den zweifachen Herzschlag sogar ganz angenehm. Und ich betrachte die Welt gerne aus einer anderen Perspektive. Jetzt ergibt der Spitzname Sinn. Was für eine außergewöhnliche Fähigkeit. Und ob, ich liebe das Verwandeln. Aber Mutter ist davon nicht so begeistert. Sie findet kein Wesen, vor allem kein so seltenes wie eine Gazelle, sollte in einer Gegend herumstreuen, in der so viel gewildert wird. Sie sagt, sie habe ein Unglück vorhergesehen, das mir in Gazellengestalt widerfährt. Aber sie nutzt ihr inneres Auge zu oft, um mich zu kontrollieren. Ich glaube ihr nicht mehr. Wir machen Fortschritte. Wir können nicht aufhören. Stimmt. Ich habe nie ans Aufhören gedacht. Keinen Augenblick. Du hättest fliehen können, als du erfahren hast, dass Rookwood, Harlow und Ranrock hinter dir her sind. Aber das bist du nicht. Und ich werde auch nicht fliehen. Ich muss Rookwood und Harlow erledigen. Ich verstecke mich nicht. Meine Mutter kann nicht immer wissen, wo ich bin. Danke, dass du bei diesem eher unangenehmen Gespräch dabei warst. Okay, wie... Das war's? Wir hatten jetzt dieses eher unangenehme Gespräch und mehr ist es erstmal nicht. Okay, das ist echt verdammt schade. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ja, es ist praktisch und so weiter und so fort. Ich dachte schon, wir würden jetzt direkt die nächste Mission starten, weil wir so lange schon nichts mehr von ihr gehört haben, ne? Denn die Beziehung zu ihr haben wir ganz schön vernachlässigt. Aber cool. Sie kann eben Gestalt wandeln. Das hätte ich auch gerne. Und anscheinend kann man es ja lernen. Man muss nur einen Alraunenplatten monatelang zerkauen. Und was soll ich jetzt machen? Verzeihung. Ist alles in Ordnung? Nein, ganz und gar nicht. Es waren nur noch zwei Glocken übrig. Aber sie musste ja alles verderben. Ich kann dir nicht ganz folgen. Wer ruiniert alles? Und welche Glocken? Professor Black hat Mr. Moon befohlen, die Glocken im Glockenturm abzunehmen, weil sie ihm Kopfschmerzen bereiten. Sie gehören zu Hogwarts. Das wollte ich nicht zulassen. Also bat ich meine Freundin Adelaide, mir zu helfen, sie wieder anzubringen. Wir waren schon immer ein Duo. Adelaide und Evangeline. Eddie und Evie. Naja, alles lief prima, bis Black plötzlich Fragen stellte. Da war sie mit unserem Regelbruch nicht mehr einverstanden. Nun weiß ich nicht weiter. Ich weiß nicht, welche Glocke wohin gehört. Ist es wirklich so wichtig, die Glocken wieder aufzuhängen? Ob das so wichtig ist? Sie sind ein Teil der Schulgeschichte. Diese Glocken haben dem jungen Merlin gesagt, dass er zu spät zum Zaubern kommt. Oder Ignatia Wildsmith zum Essen gerufen. Wir dürfen Geschichte nicht verfälschen. Wir sind nur ihre Verwalter. Eine kuriose Anweisung, selbst für Black. Glocken wegen Kopfschmerzen abzuhängen. Stimmt, vielleicht haben sie sein stündliches Nickerchen unterbrochen. Er schläft ständig in seinem Büro. Aber ich habe auch gehört, das bleibt unter uns, ja? Natürlich. Ich habe von Alice gehört, die von Ollie gehört hat, der von Eugenia gehört hat, dass die Glocken ihn an seinen Hochzeitstag erinnern. Er bricht wohl zu jeder vollen Stunde in Schweiß aus, aber von mir weißt du nichts. Wenn es nur um zwei Glocken geht,
Ist es dann so schwer, sie richtig aufzuhängen? Das klingt vielleicht einfach, aber ich bin unmusikalisch. Mutter sagt immer, ich könne keinen Ton halten, selbst wenn er mir in die Arme hüpft wie ein Schokofrosch. Es bringt nichts, sie aufzuhängen, wenn sie nicht so klingen wie vorher. Um der historischen Genauigkeit willen. Vielleicht kann ich beim Aufhängen der Glocken helfen. Ja, das wäre wunderbar. Die Glocken sind im Glockenturm, direkt über dem Musikraum. Du bist eine größere Hilfe als Adelaide. Alles klar, Friends. Ich schätze mal, die Glocken sind im Glockenturm. Jetzt wissen wir endlich, was da mit den Glocken los ist. Denn die haben wir ja schon ein paar Mal gesehen, aber wir wussten nie, was soll man damit machen. Für was sind die gut? Piefs, Alter, Piefs. Rebellio. Wieder nur am Quatsch machen, der Dude. Die alte Piefs. So, hier durch. Hier gibt es noch voll viele Kisten und Kram. 130 Seiten soll es angeblich irgendwie in Hogwarts geben. Das ist natürlich mucho macho grando. Aber find die alle mal, denn es gibt so viele Abzweigungen und kleine Winkel noch. Ach ja, jemand hat geschrieben, dass man wohl jetzt Schlösser auch mit dem neuen Update direkt knacken kann auf PC mit F. Ich spiele leider keine PC-Version, aber bei mir ist das noch nicht drin. Weil es ist auch echt irgendwann gut, ne? Weil es gibt halt so viele Schlösser. Und ab und zu hast du dann auch noch so eins wie hier. Wo du wirklich genau den Punkt treffen musst. Revelio. So, warte. Confringo! Da ist noch eine Seite, dass sie keine Erfahrung mehr bringen. Ärgert mich total. Ärgert mich total. So. 3 plus 1 ist 4. 0, 2, 3. Hydra ist 3. So, und da oben 2 plus 2 ist 4. Wäre dann die 6. Gorgone. Spinne ist 7. Das da, das ist der Lizard. Revelio. Alrighty, right. Mach uff. Oh, nö. Oh, nö. Ja, und jetzt? Kann ich nur eine Schnellreise machen, oder was? Stupido. Nein. Ich weiß nicht mal, ob das dann jetzt hier ist. Oh. Diese verdammten Türen. Diese verdammten Türen machen mir mal das Leben schwer. Kack, wo bin ich jetzt? Revelio. Ha. Irgendwo anders. Ach, ich bin in diesem stinkenden Flur. Versucht jemand, den Gestank zu beheben? Boah, jetzt finden wir mal den Raum. Freunde, sei Verlass. Hm. Ach, keine Ahnung. Ich werde irgendwann wieder dran vorbei joggen. Das war nicht hier, oder? Es lag ja so. Hier geht's raus. Es lag ja eigentlich auf dem Weg. Warte mal, wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier habe ich mit dir getalkt. Ja, und dann bin ich. Hier irgendwie hoch? Bin ich nicht noch weiter hoch? Nee. Boah, das ist so ein Irrgarten. Begib dich in den Musikraum. Ja, okay, jetzt leitet mich das Ding ja wieder. What? Okay. Das Spiel sagt, ich soll hier lang. Hier durch. Ah ja, stimmt, wir waren ja auf diesem Hof. Stimmt, wir sind ja durch den Hof gejoggt. Was meine ich? Der Laden ist so gigantisch. Ja, stimmt. Hier sind wir lang. Dann sind wir hoch und hier irgendwie war's. Oh, ich muss immer noch diesen letzten fliegenden Schlüssel auch finden.
Revelio. So, war das hier? Ja. Ja. Danke. Danke. Und danke. Ja, ich muss immer noch den letzten Schlüssel finden. Die Frage ist nur, wo fliegt der rum, ne? Ah, die Glocken müssen oben sein. Wunderschön. Revelio. Einfach nur alles wunderschön. Ich finde, das ist einfach so ein schönes Spiel. Wingardium Leviosa. Ah, gefunden. Ja, aber wie ist die Reihenfolge? Irgendwie muss ich die da hochbekommen. Vielleicht mit Wingardium Leviosa. Ich glaube, ich kann mich von zu Hause davon schleichen. Wir treffen uns... Revelio. ...und überlegen uns einen Plan. Alles klar, machen wir gleich, sobald ich hier das Geheimnis der verfluchten Glocken gelöst habe. Wingardium Leviosa. Irgendwie... Bro. Ja, so ist gut. Komm. Warum kriegt ihr die jetzt hier nicht rein? Okay, warte. Oh, bleib hier. Wingardium Leviosa. So, näher zu mir. Die andere ging so easy ran, hat einfach geklippt. Die hier will er nicht. Hier legst du nochmal hier hin. Es kann nicht sein, dass jetzt so schwer ist, da ranzukriegen. Ja, endlich. Nun, das war nicht so schwer. Evangeline sollte erfreut sein. Im Gegensatz zu Black. Tja, der wird kotzen, der alte Black. So, wo geht's denn zu Nettie? Wo treffen wir uns denn? Da hinten. Dann machen wir hier eine Schnellreise hin. Nettie, die alte Gestaltwandlerin. Ich hoffe, wir sehen das, wie sie sich verwandelt. Das wäre echt cool. Was haben Sie jetzt vor? Was haben Sie jetzt schon wieder vor? Geh dich gar nichts an. Neugieriges Stück, du. Mein grüner Besen. Boah, ich muss auch noch das letzte Besen-Upgrade mir holen. Habe ich eigentlich unendlich Energie mittlerweile? Irgendwie verbrauchen wir gar keine Energie mehr. Haben die das gepatcht? Weil die Anzeige bleibt voll. Kannst Vollgas geben. Bist du bereit, geben. Harlow zu erledigen? Ich bin bereit, Harlow zu Fall zu bringen. Ich weiß, du hast einen Plan. Wir benötigen Informationen von Mr. Bickles Freunden, von denen Archie und Mrs. Bickle sprachen. Agabus Filbert, Otto Dibble, sowie Mr. und Mrs. Rape. Na gut. Am besten sprichst du mit ihnen. Ich gehe zum Eberkopf. Ein paar Erschwinderinnen waren dorthin unterwegs. Und da meine Mutter nie in die Nähe des Eberkopfs gehen würde, erfährt sie so weniger von meinen Aktivitäten, als wenn ich durchs Dorf streife und die Bewohner befrage. Wo kann ich seine Freunde finden? Bei Mr. Rape bin ich nicht sicher, aber seine Frau Daisy ist oft in Hogsmeade, genau wie Agabus Filbert. Und Otto Dibble arbeitet bei Besenknechts, also findest du ihn vermutlich dort. Welche Informationen brauche ich von diesen Leuten? Sie wissen vielleicht, welche Beweise Mr. Bickle gegen Harlow hatte. Oder vielleicht haben sie selbst Beweise. Wir müssen herausfinden, was genau sie wissen. Nun gut, ich werde mit ihnen sprechen.
Mal sehen, was ich erfahre. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Wir müssen wissen, wie genau sie von Rookwood und Harlow erpresst werden. Wir treffen uns hier, wenn du sie gesprochen hast. Bis du wieder zurückkommst, kann ich mich hoffentlich etwas freier bewegen. Tja, anscheinend sehen wir keine coole Verwandlung. Wäre nice gewesen. Hier fehlen mir noch Seiten. Aber irgendwie finde ich keine in letzter Zeit. So, einer ist hier drin. Mrs. Rabe sollte in der Nähe sein. Stimmt, die Mottenspiegelnummer gibt ja auch nochmal welche. Oh, Isco, was habe ich getan? Mrs. Rabe, kann ich mit Ihnen über Theophilus Harlow sprechen? Ich bin mit den Bickles befreundet und versuche Beweise gegen ihn zu sammeln. Arme Joanna und Archie. Und jetzt hat Harlow auch noch meinen geliebten Isco. Wie meinen Sie das? Warum? Ich bin Wächterin bei Gringotts und mein Mann arbeitet dort als Fluchbrecher. Harlow wollte, dass ich ihm helfe und meine Kollegen dazu nötige, ihm Schätze aus den Gewölben zu geben. Sie haben abgelehnt? Natürlich habe ich abgelehnt. Mehrfach. Ich dachte, sie hätten aufgegeben. Bis eines Abends mein Mann verschwunden war und ein Messer mit einer Notiz in der Tür steckte. Darauf stand, dass ich nur ein paar Tage Bedenkzeit hätte, bei einigen Bankgeschäften mitzuhelfen. Und dass mein Mann es schätzen würde, wenn ich mich beeile. Aber was Harlow von mir verlangt, das kann ich einfach nicht machen. Und mein lieber Isco zahlt den Preis dafür. Warum erpresst Harlow nicht ihren Mann? Iscos Arbeit hat kaum etwas mit den Gewölben zu tun. Er reist für die Bank um die Welt. Er könnte nichts für Harlow tun. Ich dagegen bin täglich in der Bank, was mich offenbar zum perfekten Ziel für Erpressungen macht. Haben Sie Harlow geholfen, seit Ihr Mann entführt wurde? Nein. Ich mache mir große Sorgen um Isco, aber er würde nie wollen, dass ich meine Integrität riskiere. Außerdem ist er äußerst clever. Deshalb hatte ich gehofft, er wäre inzwischen geflohen. Es beunruhigt mich, dass er das nicht getan hat. Und die Nachricht bedeutet wirklich, dass Ihr Mann entführt wurde? Was soll es denn sonst bedeuten? Außerdem waren die Blumen in unserem Garten zertrampelt, als ich nach Hause kam. Es mag albern klingen, aber sie waren Iscos ganzer Stolz. Er hätte so etwas nie zugelassen. Vielen Dank, Mrs. Rabe. Zu wissen, wie weit Harlow gehen wird, ist hilfreich, wenn auch mehr als beunruhigend. Mr. Bickle wollte uns helfen, doch jetzt ist er weg. Was soll ich denn nur tun? Ich tue, was ich kann, um Beweise gegen Harlow zu sammeln, Mrs. Rabe. Also gut, hier ist die Notiz, die ich bekam. Seien Sie bitte vorsichtig und bringen Sie sich nicht in Gefahr. Mrs. Rabe, wir hoffen, dass Sie noch einmal über unsere Bitte nachgedacht haben. Wir haben Ihnen eine großzügig bemessene Bedenkzeit gewährt, aber unsere Geduld neigt sich dem Ende zu. Wir wissen, dass Ihr Ehegatte es begrüßen würde, wenn Sie den Wert einer Zusammenarbeit mit uns erkennen könnten. Dürfen wir bis zum Ende der Woche eine Antwort erwarten? Die Angelegenheit sollte unter uns bleiben, wenn Sie verstehen, was ich meine. Klassischer Drohbrief. Das ist ein gutes Beweisstück. Danke. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Nun zu Mr. Bickles anderen zwei Freunden. Klassischer Drohbrief. Otto Dibble arbeitet bei Besenknechts. Da muss ich hin. Ich hoffe, er hat es nicht genommen. Vielleicht war es die ganze Zeit hier. Mr. Dibble, kann ich Sie sprechen? Es geht um Theophilus Harlow. Über ihn habe ich nichts zu sagen. Kann ich Sie für ein herrliches Halstuch begeistern? Bitte, Sir. Ich möchte helfen. Ich habe mit Mrs. Bickle gesprochen. Sie kennen die Bickles? Na gut, aber wir müssen diskret sein. Mr. Hill darf das nicht hören. Ich kenne Mr. Hill. Er war am Tag des Trollangriffs nett zu mir. Er ist ein guter Mann, aber er würde das mit Harlow nicht verstehen. Es begann vor ein paar Wochen. Ich war mit einer Notiz beschäftigt, als, Sie wissen schon wer, den Laden betrat. Ich versteckte die Notiz hinterm Tresen und bot ihm meine Hilfe an. Er starrte mich kurz an und bat mich, dann nach einer Bestellung zu sehen. Ich ging ins Lager, um nachzusehen, doch die Bestellung existierte gar nicht. Als ich zurückkam, hatte er die Notiz in der Hand. Was stand in der Notiz? Sie war von Rosie Hill, Mr. Hills Tochter. Wissen Sie, wir sind nämlich, nun ja, seit 6 Monaten heimlich verlobt.
Wir haben es Mr. Hill noch nicht gesagt. Er erhofft sich mehr für seine Tochter. Harlow wies mich nachdrücklich darauf hin, dass meine Beziehung zu Rosie sowie meine Anstellung hier von meiner Kooperationsbereitschaft abhinge. Um was hat er Sie gebeten? Es ging alles so schnell. In Windeseile nahm er einen sehr teuren Schal vom Tresen, steckte ihn ein und lächelte. Er sagte, meine Lippen sind versiegelt, solange ich meine Freundin ab und zu mit solchen Kostbarkeiten versorgen kann. Bisher konnte ich seine Anfragen immer mit ein wenig kreativer Buchführung ausgleichen. Aber ich kann nicht ewig so weitermachen. Ich habe schreckliche Angst. Ohne Rosie könnte ich nicht leben. Danke, dass Sie mir das gesagt haben. Ich sammle Beweise, um Harlow zu Fall zu bringen. Ich würde ihn nur zu gern in Azkaban verrotten sehen. Aber passen Sie auf, er ist ein furchtbarer Kerl und unglaublich gefährlich. Was Rosies Brief betrifft, sollten Sie ihn zufällig finden, können Sie ihn sofort vernichten. Ich kenne ihn sowieso auswendig. Verstanden. Und nun los, ehe Mr. Hill zurückkehrt. Wo war ich? Wir sind auf der richtigen Spur. Ein Freund von Mr. Bickles fehlt noch. Ich habe mich eben verdrückt. Ich wollte eigentlich auch die anderen Details hören, aber irgendwie bin ich so schnell auf die Bestätigung gekommen. Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Es wird spannend. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.